Du planst die Investition in Immobilienprojekte und jetzt stellst du die Frage, naja, soll ich das Ganze jetzt intern finanzieren oder extern finanzieren? Zudem, was sind hier eigentlich die steuerlichen Unterschiede? Das werden wir uns jetzt mal anschauen und es gibt dort einige überraschende, auch steuerliche Vorteile, die man beachten sollte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ganz wichtig, wir werden das Ganze natürlich jetzt unterteilen, einmal in die interne Finanzierung, was bedeutet zum Beispiel Eigenkapital der Gesellschafter, Gewinnthesaurierungen oder zum Beispiel auch die externe Finanzierung, hier mit Fremdkapital zum Beispiel von Banken, natürlich auch mit Blick darauf Freunde, Bekannte, Verwandte und Ähnlichem, als auch natürlich das klassische Mezzaninkapital oder das Private Equity. Das sind so die klassischen Fälle, wo man sagt, hier kann man eine Finanzierung für ein Unternehmen herausziehen, also auch für Immobilienprojekte, dass man sagt, hey, ich habe Eigenkapital, ich habe wirklich viel Eigenkapital, Gewinne der letzten Jahre erwirtschaftet und jetzt was soll ich damit machen? Klassischerweise ist dann der Fall auch, dass man sagt, ja, ausschütten wollte ich nicht und dann habe ich es jetzt erstmal in der GmbH gelassen. Vielleicht ist es auch an der Stelle so, dass du hier eine, sag ich mal, Zwitterstellung hast, Eigenkapital, das zum Beispiel in der Holding über der Immobilien GmbH ist, gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wie kann das Ganze vonstatten gehen? Also zum einen gibt es natürlich hier die steuerliche Einlage mit Blick darauf, dass man sagt, okay, ich mache eine Kapitalerhöhung, ich mache eine Gewinnrücklage oder ähnliches. Klassischerweise natürlich die Kapitalerhöhung, da geht man zum Notar und sagt, hey, ich möchte das Kapital um so und so viel erhöhen. Steuerlich keinerlei Auswirkungen, also auch keine irgendwie Gewinnminderung dadurch, was viele auch immer wieder in, sagen wir, auf YouTube und auch auf Blogs natürlich sagen, die sagen, hey, ich gehe jedes Jahr, gehe ich dahin und mache eine Kapitalerhöhung. Nein, das ist im Großen und Ganzen hier kein steuerlicher Vorteil. Es ist natürlich von Vorteil, weil manche Banken irgendwann sagen, hey, du hast jetzt irgendwie so 100 Millionen oder was weiß ich in deiner, sag ich mal, GmbH oder UG drin. Wäre schön, weil das unsere Voraussetzungen sind, damit wir dich weiter finanzieren dürfen, brauchen wir hier jetzt eine GmbH oder brauchen hier 100.000 Euro Stammkapital oder was weiß ich. Solche Banken gibt es auch heute noch. Ganz klar ist aber, die Gewinnthesaurierung ist so die eine Möglichkeit auch. Dass man sagt, hey, ich habe einen laufenden Cashflow, zum Beispiel aus der laufenden Tätigkeit, operativ tätig oder Immobilien GmbHs und gehe her und sage, hey, ich lasse das einfach am Konto alles auflaufen, investiere nicht und dann habe ich keine Steuerbelastung. Das ist im Großen und Ganzen der einzige Fall, weil man hierher geht und sagt, Gewinnthesaurierungen sind steuerfrei. Natürlich müssen die Gewinne vorher erwirtschaftet werden. Es ist hier auch keine direkte Steuerstundung vorhanden, wo man sagt, hey, dadurch mindere ich jetzt meine Steuerbelastung. Das sollte man auf jeden Fall hier wissen. Was natürlich die andere Möglichkeit ist, ist erstmal die Ausschüttung von zum Beispiel dementsprechend dann dem Kapital in der Gesellschaft. Das würde zu einer Steuerbelastung führen. Plus zusätzlich haben wir hier an der Stelle natürlich die Steuerbelastung. Plus müssen das Darlehen wieder reingeben in die GmbH und haben hier dann einen Darlehenseffekt eventuell tilgungsfrei. Und das wäre das natürlich dann auch steuerfrei soweit. Da muss man hier nochmal unterteilen. Da gehen wir jetzt gleich hier im Detail noch weiter drauf ein. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Fremdkapital, wie gesagt, an der Stelle steuerlich absetzbar sind die Zinsen. Tilgung ist keine steuerliche Auswirkung. Gewerbesteuer bei Vermietung und gewerblicher Tätigkeit kann es vor allem bei Immobilien GmbHs ja hier zu dem Problem kommen, dass man sagt, okay, gewerbliche Vermietung ist dann natürlich nicht die Gewerbesteuerbefreiung, aber zum Beispiel im anderen Fall bei klassischer Vermietung, hier die Vermögensverwaltung, ist hier auch die Gewerbesteuer steuerfrei. Kommen wir jetzt einmal zu den Vorteilen, Nachteilen. Vorteil zum einen natürlich eine Eigenkapitalfinanzierung. Keine Zinsen, keine Tilgung und natürlich, hier wie gesagt, die Gewinnthesaurierung, die einfach auch bürokratisch das Ganze einfach macht. Keine Ausschüttung, kein sonstiges. Nachteil ist natürlich, wenn du hier ein Immobilienprojekt finanzieren willst, hohes Eigenkapitalvolumen. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo man sagt, naja, ich muss erstmal ja vielleicht 100.000, 200.000 Euro in die Hand bekommen, damit ich hier auch eine Eigentumswohnung irgendwie finanzieren kann, mit der ich dann wieder hier aus Eigenkapital heraus arbeiten kann. Zudem besteht der Nachteil auch darin, dass natürlich hier das Risiko des Gesellschaftskapitals vorhanden ist. Wo man sagen könnte, okay, naja, das Risiko besteht dann, wobei natürlich auch hier kein externer Pfänden wird oder keine Grundpfandrechte oder Ähnliches da notwendig sind. Das ist dann so relativ einfach strukturiert. Nachteil ist auch
man kann nicht hebeln. Hebel ist natürlich das, wo man ganz klar sagen kann, dadurch kann ich schneller Vermögen aufbauen als bisher geplant und kann mein Vermögen hier exponentiell wachsen lassen. Mit der Fremdkapitalfinanzierung ist es so, grundsätzlich niedrige Eigenkapitalkosten, steuerlicher Abzug von Zinsen, aber auch an der Stelle hier die Nachteile sind natürlich hier die Zinszahlungen plus auch die Tilgungen und das Risiko, der Verschuldungsgrad steigt zu hoch. Es ist auch so, dass man ganz klar sagen muss, steuerliche Vorteile hat man hier primär erst einmal aus zwei Betrachtungsweisen. Auch Fremdkapital kann hier sinnvoll sein, vor allem wenn es vom Gesellschafter kommt. Denn dass man sagt, hey, ich ziehe Kapital zum Beispiel aus meiner operativen GmbH raus und stecke es dann in meine Immobilien GmbH über eine Holdingstruktur oder ähnliches rein, dann habe ich hier natürlich kein, ja, sagen wir, Fremdkapital im eigentlichen Sinne, sondern habe mein eigenes Kapital dort reingesteckt, also hier Risiko relativ gering, habe gleichzeitig aber hier Zinszahlungen, die an die Holding raufgehen und natürlich auch an der Stelle die Tilgungszahlungen, die ja steuerfrei sind, aber leider auch keine Gewinnauswirkung in der GmbH haben. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es so, dass man auch sagen muss, die Vorteile von Eigenkapitalfinanzierung sind grundsätzlich natürlich hier nur vorhanden auf Ebene des Themas des Risikos. Denn wie gesagt, ich habe ja hier keinerlei Betriebsausgabenabzug, Gewinnthesaurierungseffekte oder sonstiges, wo ich wirklich einen steuerlichen Vorteil draus ziehen könnte. Alles in allem muss man ganz klar sagen, wer steuerlich und betriebswirtschaftlich sauber arbeiten will, der muss hier ganz klar mit der Fremdkapitalthematik reingehen. Sei es zum Beispiel aus dem Gesellschafterdarlehen oder aus dem Bankdarlehen. Es gibt, wie gesagt, auch noch hier Optionen, wie gesagt, Mezzaninkapital oder Private Equity. Private Equity hat natürlich, oder Mezzaninkapital mit Gewinnbeteiligung, bedeutet natürlich hier die Weiterentwicklung von natürlich zum Beispiel auch an der Stelle Immobilienprojekten, dass man nicht nur reingeht und sagt, okay, du kriegst jetzt eine feste Rate, sondern wir gehen zum Beispiel rein mit einer festen Gewinnvereinbarung, dass am Ende natürlich das Darlehen zurückgezahlt wird, plus, was weiß ich, 30-40% vom Gewinn, je nachdem, wie die Struktur hier ist, dass auch hier, wie gesagt, eine Eigenkapitalfinanzierung oder natürlich Fremdkapitalfinanzierung vorhanden ist. Das Ganze sollte man, wie gesagt, je nachdem, wie die Gesamtsituation ist, im Blick behalten, denn manchmal ist das eine vom Vorteil, manchmal das andere. Gerade hier, wie gesagt, das Thema Eigenkapitalfinanzierung sollte man nicht zu stark überreizen, denn so kann man relativ schnell, wie gesagt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht in eine Sackgasse geraten. Es ist aber auch der Punkt, wo man sich immer die Frage stellen muss, naja, wie sieht es denn gesamt mit den Kapitalkosten aus? Aktuell zumindest hier, sage ich mal, so ist, sind wir weit entfernt von der damaligen Immobiliensituation, wo man teilweise auch, ich habe noch Immobilien finanziert mit 0,9%, und da sind wir jetzt weit davon entfernt, und da muss man ja sagen, irgendwann kann das Ganze natürlich dann auch kippen. Das heißt, es ist immer die Frage Zinskosten versus natürlich Eigenkapitalkosten, die musst du gegenüberstellen. Grundsätzlich ist es aber auch so, erfahrungsgemäß, das ist jetzt eine Vergangenheitsbetrachtung, egal wie die Zinskosten stehen, es rentiert sich meistens immer bis zu einem gewissen Punkt zu hebeln und hier natürlich Fremdkapital zu nutzen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht mehr ganz so rentabel ist, aber Immobilien werden natürlich weiter im Wert gewinnen. Das ist zumindest auch die langfristige Betrachtung, denn wir kommen in Deutschland ja auch nicht mit dem Wohnungsbau so stark hinterher, wie man es sich wünschen würde. Ach übrigens, auf steuermikow.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.